Mehr als 2 Monate haben Schwimmbegeisterte auf diesen Moment gewartet. Und nun ist es endlich soweit. Seit heute ist das Freizeitbad Galaxy wieder geöffnet. Das bedeutet Saunagenuss, Wellnessprogramm und Badespaß für die ganze Familie. Möglich machte das die neue Thüringer Corona-Verordnung. Nicht nur die Besucher sind froh darüber, dass das Galaxy nun wieder geöffnet ist. Auch das Team der Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft freut sich, die Gäste nach so langer Zeit wieder begrüßen zu können. Sowohl die Mitarbeiter freuen sich riesig, dass es endlich wieder losgeht. Haben da die letzten Wochen auch viel dran gearbeitet, dass wir dann heute starten konnten. Auch die Gäste waren sehr glücklich. Wir haben schon viele Kinder gesehen, die wieder im Bad sind. Aber auch die Saunagäste freuen sich, dass es endlich bei der kalten Jahreszeit auch wieder losgehen darf. Aktuell darf das Galaxy aber nur unter Einhaltung der 2G+-Regel betreten werden. Das bedeutet, dass die Besucher entweder genesen oder mindestens 2-fach geimpft sind und zusätzlich ein negatives Testergebnis vorweisen müssen. Die Tests können entweder mitgebracht, unter Aufsicht durchgeführt oder direkt vor Ort gekauft werden. Dieses Angebot steht täglich bis 18 Uhr zur Verfügung. Gäste, die geboostert sind, benötigen keinen zusätzlichen Test. Das gilt auch für Besucher, die 2-fach geimpft sind und anschließend eine Corona-Infektion überstanden haben. Weitere Ausnahmen sowie nähere Informationen gibt es unter www.jena-bäder.de. Dort können ab sofort auch wieder Termine für den Wellnessbereich gebucht werden. Für die Physiotherapie im Wellnessbereich und für den Reha-Sport gilt die 3G-Regelung. Am Montag beginnen in Thüringen die Winterferien. Für die kleinen Besucher hat sich das Galaxy-Team etwas ganz Besonderes überlegt. Wir haben viele Kleinigkeiten für die Kinder, Spiele so am Rand, aber jetzt kein großes Animationsprogramm, was einfach aus hygienischen Gründen in der jetzigen Pandemie vielleicht noch nicht angebracht ist. Aber die werden jede Menge entdecken können bei uns im Bad. Und ich glaube, die Attraktionen an sich sprechen ja schon für sich und man wird einen schönen Tag bei uns haben können. Das Freizeitbad ist montags von 11 bis 22 Uhr und dienstags bis sonntags von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Darüber hinaus bleibt das Servicetelefon weiterhin eingerichtet. Dieses ist montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr und zusätzlich mittwochs von 13 bis 15 Uhr erreichbar. Und hier noch ein kleiner Tipp für alle Frühaufsteher. Montags, mittwochs und freitags, jeweils von 6 bis 7 Uhr, bietet die Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft auch wieder das Frühschwimmen an.